So, und damit herzlich willkommen hier mal wieder zu einem kleinen Infovideo. Gab es ja in der letzten Zeit gar nicht allzu viele. Und diesmal geht es um den Landwirtschaftssimulator 2013, den Community Server. Ich habe es im Livestream angekündigt und jetzt wird es in die Tat umgesetzt, beziehungsweise wir fangen mit dem ersten Schritt an. Und zwar geht es darum, welche Map möchtet ihr, welche Mods möchtet ihr und noch weitere Fragen. Um das Ganze jetzt hier nicht alles in den Kommentaren reinschütten zu müssen, machen wir das wieder ganz komfortabel über Google Drive, schimpft sich das Ganze, sprich über ein Formular, über eine Umfrage. Und die habe ich euch jetzt mal hier eingeblendet, ebenfalls ein Teil davon. Es sind im Endeffekt 6 Fragen, also es ist in 5 Minuten, 10 Minuten, je nachdem, wie man sehen will, ist das Ganze erledigt. Wo es halt wirklich darum geht, welche Map möchtet ihr, da gibt es von mir 10 zur Auswahl und zur Not und noch ein sonstiges. Welche Mods möchtet ihr, das ist ein freies Textfeld, bitte trennt die Mods mit Kommas und nicht hinschreiben, der Mod von dem Modhoster-Team, der John Deere vom Modhoster-Team, wisst ihr, was ich meine? Sondern Mod, Komma, Mod, Komma, Not, Mod, Komma, Not, bäh. Ja. Mod, Komma und so weiter und so fort. Bitte beachtet, die Dedicated Server sind sehr anfällig, was Mods angehen. Wir haben es im Livestream gesehen, ja, das ist leckt ohne Ende. Deswegen keine High-End-Performance-Mods. Zum Beispiel der Robot Tiger oder die Robo Maus, nee, ich glaube der Tiger mehr, das ist so ein High-Performance-Mod, der zieht einfach, das sieht man im Megaprojekt. Solche kommen denn nicht mit drauf, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Dann geht es im Endeffekt nur noch weiter darum, ob zum Start des Servers schon alle Fahrzeuge zur Verfügung stehen wollen oder ob ihr mit den Standardfahrzeugen rumrammelt. So oder so müssen Fahrzeuge dazugekauft werden, sprich von mir reingecheatet werden, dass alle Leute, die auf dem Server sind, auch ein Fahrzeug haben. Davon mal abgesehen, danach geht es darum, ob die Helfer auf den Server aktiviert werden sollen, ob jeder Mitspieler ein separates, also ein externes Konto bekommen soll. Das hat den Vorteil, dass niemand Scheiße bauen kann mit der Kohle und die Kohle ist auf einmal weg oder klau die Kohle von jemand anderem so im Endeffekt. Das kann damit umgehen werden und ob es einen sogenannten Premium-Service geben soll, da lest ihr euch das mal bitte durch. Falls mehrere Server geschaltet werden müssen, beziehungsweise mehrere Teamspeak-Server und so weiter und so fort, sind das monatliche Kosten, die dabei entstehen. Ich könnte natürlich jetzt zum Anbieter XYZ gehen und fragen, ey, Digga, sponsorst du mich? Sponsoren verlangen im Gegenzug Werbung. Werbung wollt ihr wiederum nicht. Ja, also jetzt, was weiß ich, noch ein Intro davor oder sonst was, das ist alles nervig und so weiter und so fort. Wir wissen, was Phase ist. Deswegen ist es eine Überlegung wert, falls das wirklich höhere Ausmaße annehmen sollte, ob es dann so eine Art Premium-Service gibt. Sprich, User A beteiligt sich mit 20 anderen Mitspielern Monat für 1 Euro an diesem Projekt. Da sind 20 Euro zusammen, da könnte man ihren Server damit begleichen, so im Endeffekt. Und dafür bekommt er, was weiß ich, pro Monat einen schönen Tracker, den er seinen eigenen nennt, oder sowas halt in der Richtung. Wie gesagt, lest euch das einfach durch, nimmt bitte an der Umfrage mit teil. Alle Fragen sind, ja, ich glaube, als Pflichtfragen anmarkiert, was einfach daran liegt, wer mitspielen will, der soll auch bitte alles jetzt sagen und nicht hinterher meckern, sondern jetzt sagen. Die Mehrheit entscheidet im Endeffekt, dass es nicht jedem passt, was da wo dann rauskommt, ist mir klar. Aber wie gesagt, jetzt wird entschieden. Und hinterher nicht meckern, die Mehrheit entscheidet im Endeffekt. Gut, in dem Sinne bin ich raus. Die Server werden dann am 01.01.2014 starten. Deswegen teilnehmen, 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 dass wir am Mittwoch schon ein Ergebnis haben, dass ich am Mittwoch starten kann. Gut, in dem Sinne danke ich. Bis denne. Tschüss.